Ach du Scheiße. Peace. Ich bin Lina und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Championatsvideo. Und ich habe mir gedacht, ich probiere mal das englische Vollblut, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und das natürlich beim Jorvik-Stall-Championat, weil das liegt mir am besten und das ist gerade so. Deswegen nochmal ein kleiner Hinweis. Es kann sein, dass es wieder laggt. Das liegt daran, dass mein Laptop so langsam ziemlich mental überfordert ist. Ich lege mir bald einen PC zu und wirklich guten Leistungsstarken, das brauche ich für die Schule. Dann werden Lags und so gar nicht mehr vorkommen und zusätzlich regelmäßiger auch Streams, weil dann habe ich im Prinzip gar keine Problemchen mehr. Lina! Noch eine Sache. Mir ist gerade ein bisschen unangenehm, dass ich so viel laber. Ihr seht, wenn ihr mir jetzt schreibt, ich sehe das nicht, denn wenn ich aufnehme, habe ich eben ein Interface aus. Also zumindest für den Anfang, später nicht. Deswegen, wenn ich da nicht reagiere, liegt es daran, dass ich es nicht sehe. Ich bin ja generell schon so blind wie ein Maulwurf, das ist ja für mich Standard. Aber wenn ich nicht antworte, dann... ich habe bis gerade eben noch Menschen auf die Igno gepackt, dass es halt nicht so arg laggt. Aber immer an dieser einen Stelle laggt. Aber wir haben uns davon schon mal nicht aufhalten lassen. Deswegen lassen wir uns einfach wieder nicht aufhalten. Mann! Oh, mein Laptop ist einfach so... Also ich habe ein ziemlich gutes Aufnahmeprogramm, aber mein Laptop ist halt einfach nicht cool. Also er ist leistungsfähig, aber für dieses Programm... Heute nicht. Aber ich finde, es geht. Also die Flags, was für Flags? Die Lags, die Smacks sind, finde ich, jetzt nicht so verheerend. Ja, der springt, also ich muss sagen, das englische Vollblut springt echt chillig. Ja, die Lags sind jetzt nicht so schlimm. Also das ist halt so ein bisschen so... Es ist halt wie so eine angebrochene Milch. Aber mich stört es jetzt nicht, also mich behindert es nicht. Ich muss sagen, ich bin voll gehypt vom englischen Vollblut. Hallo, was ist das? Der springt so pretty. Wir dürfen nicht überholt werden. Nee, aber der springt echt cool. Also ich dachte, ich bleibe nicht bei dem Zaun hängen. Das war jetzt nicht der Fall. Gut, die Kurve war jetzt fraglich, aber ich glaube... Das lag einfach nur daran, dass ich nicht konzentriert bin und was hier gerade wieder laggt und... Ui, 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 okay, 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 okay. Es läuft, es läuft. Hä, der begeistert mich. Ich will mir jetzt hier verkacken. Fress ich einen Besen. In einem Livestream! Oh mein Gott, das hätte ich nicht sagen sollen. Das war nicht cool. Wir wissen, was wir jetzt tun. Hallo, spring! Das kann doch nicht wahr sein. Spring! Spring einfach! Ich laufe außen rum. Für was lobe ich dieses Pferd eigentlich? Ja, genau, der erste ist im Ziel. Da werden wir jetzt auch schon. Aber nee... Er springt einfach nicht. Waren da gerade Babykatzen? Oh mein Gott. Das macht mich mad. Mad, just like a cat. Miau. Wow, wir werden Neunter. Wir hätten Zweiter werden können. Das ist so sad. Alright. Oh mein Gott, was? Die ersten zwei Plätze wurden von Leni, also von jeweils einer Leni, gedingst, platziert. Wie nennt man das? Gewonnen? Die ersten zwei Plätze wurden was? Die wurden... Gedings. Fehlen mal wieder die Worte. Glückwunsch an alle anderen auch. Ich habe den 9. Platz. Es sind Gott sei Dank auch alle ins Ziel gekommen. Das ist nice. Das finde ich immer cool, wenn alle wirklich durchgehalten haben. Bei mir war es nämlich wirklich knapp. Und ich dachte so, ja, wir werden immerhin noch 9. Wir waren nur zu 11. in der Gruppe. Oh! Also was das genau war... cringe. Also ich würde sagen, das war jetzt mega der unnötige Fail. Also das hätte wirklich nicht sein müssen. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Mann, das ist schon das...
Also ich finde schon, das kratzt jetzt schon irgendwo an meinem Ego. Nein, Spaß, aber. Also das englische Vollblut springt cool, ist mega wendig, das überrascht mich, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom englischen Vollblut haltet. Was ihr mir ebenfalls auch noch in die Kommentare schreiben könnt, ist, welche Rasse ihr euch nächste Woche wünscht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und ciao, Kakao. I don't give a fuck about that. Oh.